Ja, jetzt begrüße ich heute Herrn Hannes Jenecke, Schauspieler, Darsteller, Umweltaktivist, setzt sich seit Jahren für den Tierschutz, für den Umweltschutz ein in diversen Bereichen. Ja, der erste Film, der mir damals im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist Abwärts mit dem unverwechselbaren Goetz-George. Den habe ich mir vor ein paar Jahren auch nochmal angeguckt. Also kann ich wirklich nur empfehlen, das mal eben als ganz kurzer Exkurs. Aber jetzt soll es ja aufwärts gehen. Wir sind jetzt nicht in der Abwärtsbewegung, sondern wollen mit dem Science and Melodies Projekt auch ein wenig Motivation schaffen. Ja, und da interessiert mich natürlich erstmal bei dir, Johannes, die ersten, erstmal vorab, schön, dass du da bist. Wie geht es dir in der Zeit jetzt? Sind ja ungewöhnliche Tage. Ich weiß, das ist sicherlich schon öfter angesprochen worden, aber die Frage darf man stellen, wie Also ist für das jemand, das allgemeine ist, Befinden? Ja. also diese Krise ist für die Kulturbranche natürlich eine Katastrophe, auch weil die Politik meines Erachtens da sehr falsch reagiert hat und bis heute erschreckend kopflos agiert. Ich habe das unglaubliche Glück, vorher so viel gearbeitet zu haben, dass ich so eine Durststrecke von einem Jahr oder anderthalb Jahren gut durchstehe. Aber es ist für meine Branche, gerade für die Theaterbranche, Musikbranche, natürlich existenziell bedrohlich. Für mich war die Entschleunigung mal ganz gut. Ich habe mal nicht vier, fünf, sechs Sachen gleichzeitig gemacht, sondern bestenfalls nur eine oder zwei. Insofern für mich persönlich war das eine ganz willkommene Pause, aber ansonsten hoffe ich, dass wir entweder demnächst eine etwas kompetente Regierung mit kompetenteren Ministern bekommen oder diese Krise einfach sich in Luft auflöst, was ich nicht glaube. Nee, ich glaube es auch nicht. Also nach dem, was ich gehört habe, müssen wir noch dieses Jahr, wahrscheinlich sogar noch das nächste Jahr damit rechnen, dass es sehr ungewöhnliche Zeiten sind. Ist natürlich alles recht hypothetisch. Wieder vornherein viel gewusst haben und hinterher sind wir alle schlauer. Aber warten wir es mal ab. Ja, wie gesagt, Corona ist das eine Thema. Das ist die kleine Welle, wie der Kollege Sven Pröber auch immer sagt, die kleine Wellen, die man auf sich zukommen sieht, aber der riesen Tsunami, der sich dahinter befindet, dieses Beispiel erwähne ich immer wieder von ihm, weil ich es wirklich gelungen finde. Der riesen Tsunami, wo man das Ende der Welle wird dort oben gar nicht mehr sehen, optisch wahrnehmen kann, das ist die Klimakatastrophe. Und das sind eben zwei Gegenüberstellungen, die Leuten, die sich in der Materie befinden, auch natürlich bewusst ist. Was mich oder die Zuseher dieses Format sicher erstmal interessiert ist, der ursprüngliche Auslöser. Wie bist du zum Tier- und Umweltschutz gekommen? Was waren so, also bei mir war es zum Beispiel ein, wenn ich das ganz kurz erwähnen darf, ein Tornado hier im Umland im Nordwesten, der relativ verheerende Ausmaße hatte, obwohl es ein kleiner Tornado war, ganz selten hier in diesem Gebiet im Nordwesten. Und da hatten wir erstmal die enorme Wucht und Macht der Natur gespürt. Und wir waren bei Freunden unterwegs, kamen nicht zurück, Bäume lagen quer, wir mussten Notübernachtung einlegen. Da wurde einem erstmal bewusst, Mensch, so kann es gehen. Was war dein Auslöser, Kasus, der Knackpunkt, Wendepunkt des Umdenkens? Also sicherlich mein Elternhaus, die waren politisch sehr engagiert und sehr interessiert und dann wahrscheinlich das große, die sogenannte Sandoz-Katastrophe im Rhein 1986. Ich war in einem Ruderclub zusammen mit Herbert Grönemeyer. Wir mussten für einen Vierteiler namens Väter und Söhne rudern lernen und dann passierte dieser Chemieunfall in der Schweiz, den die ganzen Anrainerfirmen am Rhein dazu genutzt haben, zu sagen, naja, wenn die Schweizer den Fluss eh schon versaut haben, dann verklappen wir unseren Müll auch noch schnell rein. Danach war der Rhein klinisch tot. Das war 1986 und man konnte nicht mal mehr die Nähe dieses Flusses, einfach wegen dieser Millionen toter Fische. Und da habe ich mir gedacht, es reicht nicht mehr, seinen Jahresbeitrag von 50 D-Mark an Greenpeace zu überweisen, sondern man sollte vielleicht aktiv werden. Und das war für mich einer der Auslöser und dann natürlich auch diese schamlose Untätigkeit der Politik, die seit 1971, seit dem ersten Club of Rome Report, weiß, was zu tun wäre, nämlich aus dem fossilen Brennstoff auszusteigen, etwas gegen das Artensterben zu unternehmen, den Regenwald zu retten, die Überfischung zu stoppen. Und die Politik macht genau das Gegenteil. Sie lässt sich von den Lobbyisten schmieren, die halt das Geld machen, egal ob das Ölkonzerne sind, die große Fisch in der Fischereikonzerne. Also wir leben halt in einer Lobbykratie.
Und eine Frau Klöckner lässt sich gängeln von der Pestizidindustrie. Ein Herr Scheuer lässt sich gängeln von der Autoindustrie. Ein Herr Altmaier lässt sich gängeln von jeder Lobby, die in Berlin tätig ist. Also das ist halt erschreckend, dass die Politik offensichtlich keine Mittel will oder hat gegen diesen schamlosen Lobbyismus. Und das ist das, was meinen Aktivismus eigentlich am meisten befeuert. Das ist nachvollziehbar. Jetzt kann man auch die Hintergründe ein bisschen verstehen. Ja, die Sichtweisen, du sprachst es eben schon an, seit Jahren. Ich habe das jetzt in der bewussten Beobachtung seit 30 Jahren so ein bisschen wahrgenommen, die Entwicklung in den groben Zügen. Wie ist da deine Einschätzung? Was hat sich international, national, vielleicht wenn man auch mal positive Aspekte anspricht, dann anschließend nochmal dazu zu kommen, was steht alles noch an, was ist im Negativen eben nicht gelungen auf lange Frist, wenn man das so in größeren Epochen skizziert. Also ich orientiere mich an große Stellschrauben. Große Stellschrauben. Also ich orientiere mich am liebsten an positiven Beispielen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Costa Rica. Das ist ein so vermeintliches Schwellenland und ist in fast allem, was Umwelt und Soziales und Bildung betrifft, sehr viel weiter als wir. Die werden als erstes Land der Welt nächstes Jahr CO2-neutral. Die haben über 30% ihrer Landfläche zum Nationalpark erklärt. Die haben aus Natur ein Geschäftsmodell gemacht, ein sehr nachhaltiges und erfolgreiches. Die haben 1959 ihre Armee abgeschafft mit dem Argument, das Geld könnte man besser in Bildung, Soziales und Umweltpolitik stecken. Was dabei herauskommt, kann man sehen, wenn man Costa Rica bereist. Also das ist meines Erachtens ein Musterbeispiel für kluge Politik. Es gibt Bundesstaaten in den USA, die sind ähnlich unterwegs. Das ist vor allem die Westküste. Die haben natürlich unter Trump, den 4 Jahren Trump, jetzt etwas gelitten, weil die wurden schwer ausgebremst von der bundespolitischen Ebene. Etwas ist gut, etwas mehr vielleicht noch. Trotzdem haben sich die Länder wie, also Bundesstaaten wie Oregon, Washington, Kalifornien, Vermont haben sich ja nicht komplett von Herrn Trump vereinnahmen lassen. Also auch da geht vieles in die richtige Richtung. In Deutschland bin ich ehrlich gesagt bitter enttäuscht von dieser Regierung, habe ich schon gesagt. Die Schweiz macht vieles richtig. Also es gibt immer Positivbeispiel, auch in Frankreich werden Gesetzesentwürfe diskutiert, wo ich denke, warum tun wir das nicht? Da soll zum Beispiel Einwegplastik sehr viel höher besteuert werden als Mehrwegplastik, was ein sehr einfaches Mittel wäre, diese Plastikpest zu stoppen. Also es gibt überall, wenn man sucht, Positivbeispiele und bei uns finde ich es im Moment ein bisschen frustrierend. Aber auch das wird sich ändern. Wir haben ja demnächst wieder eine Wahl. Bis dein Projekt steigt, haben wir vielleicht eine neue Regierung. Das hat immer ja auch mit den Leuten zu tun, die wir wählen. Und wir haben halt jetzt eine lange Zeit Leute gewählt, die keine Vision haben, die am Status quo festhalten, die auch aus der Corona-Krise nichts weiter wollten als Restauration, nämlich dahin zurück, wo wir vor dieser Krise waren, anstatt Lehren daraus zu ziehen. Also ich kann nur hoffen, dass wir irgendwann wieder kompetentere Leute in der Regierung sitzen haben. Daran anschließend ergibt sich natürlich die Frage, woher nimmst du die Energie und die Kraft? Es gibt ja den schönen Modebegriff oder Trendbegriff, der jetzt häufig genannt wird. Wütend, eine Mischung aus müde und wütend. Ich weiß, einer erzählt und alle anderen sprechen den Begriff danach. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt gut oder schlecht finden soll. Letzten Endes trifft er ja doch den Kern des Ganzen. Woher nimmst du dann die Energie? Hast du auch manchmal das Gefühl, Mensch, das ist eine Riesenkrake, ein Uhrwerk. Wofür mache ich das eigentlich? Kam dieser Punkt schon mal? Ich meine, wenn man so denkt, ist das ja sowieso eine verkehrte Art und Weise. Man hat sicherlich eine Pflicht zum Optimismus. Also ich liebe die Natur, ich liebe Tiere, ich lebe in der wahrscheinlich schönsten Natur, die man in Deutschland vorfinden kann. Ich lebe in Oberbayern, in einem Dorf an einem Voralpensee. Und ich sehe halt jeden Tag, was es zu schützen gilt und was nicht per Flächenfraß vernichtet werden sollte. Und selbst hier in diesen wunderschönen Ecken gibt es Gemeinden, die haben ihre Seele einfach an Gewerbeparks verkauft. Und dann fährst du um diese Seele und plötzlich steht da ein Kick, ein Kaufland, irgendwo ein Ikea, eine Tankstelle, weil halt die Gemeinde die Steuereinnahmen des Gewerbeparks möchte. Also ich sitze an einer Ecke, wo man sieht, dass der Flächenfraß gestoppt gehört und dass wir Grün- und Naturflächen schützen sollten. Insofern, ich sehe halt jeden Tag, was zu schützen ist. Und ich bin halt so viel gereist durch meine Dokumentation, dass ich weiß, was auf der Welt los ist, dass es eben Ecken gibt, wo die Biodiversität so unglaublich aufregend und abenteuerlich und spannend ist, wie zum Beispiel in Costa Rica, wie in vielen Ländern Afrikas.
Und ich glaube, es ist unsere Pflicht, das zu schützen. Es ist egal, ob man Christ ist oder nicht. Es gibt ja diese Schöpfungstheoretiker. Norbert Röttgen hieß seiner Zeit als Umweltminister, wurde ja Schöpfungsminister genannt. Der kam aus dem sehr katholischen Glauben, dass Gottes Schöpfung bewahrt werden muss. Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch. Ich glaube, wir sollten die auch bewahren für unser eigenes Überleben und das Überleben unserer Kinder. Aber ich sehe halt mit offenen Augen, was. Insofern gehört das meines Erachtens einfach gestoppt. Es gibt ein circa 30 bis 30 Jahre altes Interview mit Vico von Bülow, alias Loriot, in einem Gespräch mit Marianne Koch. Das hat mich doch ein bisschen geprägt in der Hinsicht, was die Denkweise angeht. Eigentlich ist es falsch, zwischen linken und rechten Parteien wirklich so diese Einteilung. Es ist ein übergeordnetes Ziel. Also natürlich sollen bestimmte Parteien für bestimmte Inhalte ihre Idealvorstellung durchsetzen. Das ist der Sinn des Ganzen und der Hintergrund des Ganzen. Wenn man aber das übergeordnete Ziel als übergeordnetes Organ oder übergeordnete Institution betrachtet, ist es dann nicht eigentlich falsch, zwischen links und rechts überhaupt noch parteipolitisch das übergeordnete Ziel aus den Augen zu verlieren, weil es dann letzten Endes um Parteipolitik geht? Oder wie siehst du das? Das sehe ich total anders. Also ja. Wenn man Parteien wählt, die sehr auf die Wirtschaft achten, dann passiert genau das, was im Moment passiert, nämlich die rapide Vernichtung von Habitats und Umwelt. Dann geht es ja nur noch um Rendite und das Wachstumsmodell. Also wenn man sich anhört, wie der CDU-Wirtschaftsrat redet, dann geht es ja nur darum, um die Wohlstandswahrung oder gar Wohlstandsvermehrung und es geht um die Rendite. Das geht immer auf Kosten der Natur und es geht auf Kosten von Billiglohnarbeitern in der meistens dritten Welt. Das halte ich für ganz falsch. Die Linke, also wenn wir die radikale Linke, nämlich den Kommunismus, die hat die Umwelt noch schamloser mit Füßen getreten als wir, also in Russland, in der DDR, gab es das Wort Umweltschutz gar nicht. Und die Leute, die sich da engagiert haben, Schwerte zu Pflugscharen, wurden in den Knast gesteckt. Also insofern ist es natürlich richtig, dass es relativ wurscht ist, welchem Lager jemand zugehört, solange er versteht, dass wir auch nicht umsonst die Erde Mutter Erde nennen, dass es das Nest ist, in dem wir leben. Ich bin natürlich überzeugt der Grüne, ich gehöre zu dem mittlerweile, ich Anführungsstrich, verbotenen Flügel der fundamentalistischen Grünen, den Fundis. Ich glaube, wenn Grüne machthungrig werden, ähneln sie dann doch sehr schnell den Leuten, die uns derzeit regieren. Also ich bin aus tiefster Überzeugung ökologisch engagiert, auch politisch, weil ich glaube, das sind die einzigen Parteien, ist egal, ob sie Grünen sind oder die ÖDP, die Tierschutzpartei, so kleine Splitterparteien, die tatsächlich kapiert haben, dass wir mit unserer Umwelt anders umgehen müssen, als wir das seit etwa 200 Jahren tun. Insofern finde ich es überhaupt nicht egal, ob man rechts oder links ist. Also die Rechten haben nur im Kopf Rendite, Wachstumssteigerung auf Kosten der Umwelt. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also ich weiß nicht, wer echt glaubt, dass irgendetwas ewig wächst. Das tun nur Geistesgestörte und CDU-Wirtschaftswissenschaftler. Ja, nichts wächst ewig. Kein Baum wächst ewig, nichts in der Natur wächst ewig. Das Einzige, was ewig wachsen soll, ist das Wachstum. Das ist absurd. Und wenn die das nicht irgendwann kapieren, dann leben wir halt irgendwann in einer Wüste. Das ist ja das Argument, was häufig auch schon auf die allgemeine Wirtschaft bezogen wurde, dass man sagt, ein Unternehmen, die Wirtschaft wächst und wächst und wächst. Es gibt die Gruppe der sogenannten Wachstumsgläubigen, jetzt scherzhaft oder satirisch ausgedrückt. Irgendwann ist klar, dass der Wachstum begrenzt ist und die Ressourcen, was entnehmen wir der Natur, irgendwo muss es auch herkommen. Man hat in der Pandemie jetzt auch deutlich gesehen, worum es den Christdemokraten und Christsozialen wirklich geht. Sie haben sich auf Kosten von Kranken und Pandemie-Geschädigten einfach die Taschen voll gemacht. Es ging ja nur darum, Geschäfte zu machen. Also mir fällt wirklich selbst, obwohl ich Herrn Strauß noch miterlebt habe, als korruptesten Politiker der Nachkriegszeit, wirklich keine Partei, die so schamlos sich die Taschen gefüllt hat, wie in letzter Zeit die CDU, CSU, an diesen Maskendeals, an irgendwelchen Deals mit Aserbaidschan, mit Mazedonien, wo man wirklich denkt, sag mal, ist das Volksvertretung? Man lässt sich nur noch wählen, um sich zu bereichern. Also ich bin ehrlich gesagt da ganz auf Rezos Seite und empfehle immer noch das Video Die Zerstörung der CDU von Rezo, weil der hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Aber jetzt habe ich mich auch abgeregt, jetzt können wir über konstruktive Dinge reden. Ja, also da,
Das ist natürlich interessant dahingehend, wie du mit Freunden und Bezugspersonen, die jetzt vielleicht nicht den Grünen nahestehen oder anderen Parteien, das ist im privaten, im Arbeitsumfeld sicher auch häufig ein Thema. Ist da deine Erfahrung, dass dann immer wieder die gleichen Argumentationsketten folgen, wo man schon vorherein weiß, okay, jetzt kommt der Satz, jetzt kommt diese Phrase, oder gibt es da auch Möglichkeiten, wirklich konstruktiv miteinander zu sprechen, dass man quasi Strukturen, das ist ja auch das Anliegen des Projektes, was ich habe, dass überparteilich auch alte, verkrustete Denkweisen und Muster aufgebrochen werden, vielleicht bei allen Parteien. Das ist eine Idealvorstellung. Ein Ideal ist nie ganz erreichbar, das ist mir bewusst. Ja, es geht ja gar nicht um Parteien, es geht ja um das Aufbrechen von Gewohnheiten in jedem von uns. Ich bin die Generation, die gelernt hat, dass man überall jederzeit auf der Welt hinfliegen kann. Man fliegt nach Australien, man fliegt nach Neuseeland, man reist durch Kanada. Ich meine, ich bin ja genau die Generation, die wirklich am allerhärtesten versaut hat, was eigentlich zu retten ist. Aber diese Argumentation, die kenne ich nun, bin ich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs. Ich mache ja bekanntlich seit Jahren diese ZDF-Dokus. Wir labern nicht so gerne, wir machen lieber. Also mein Freundeskreis, das ist nun mal die Gang, mit der ich seit 15 Jahren jetzt Dokumentationen drehe. Wir halten nicht viel von rumsitzen und schwätzen. Wir halten es für sehr viel effektiver, Filme darüber zu drehen, die zu schneiden und auszustrahlen. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde dieses Diskutierens, warum Elektromobilität nicht funktioniert, warum der Verbrenner nie abgeschafft werden wird und papperlapapp, totale Zeitverschwendung. Ich verbringe meine Zeit lieber mit konstruktiven Sachen. Ich schreibe Bücher, ich mache Filme darüber, ich mache Dokus, ich starte Petitionen, ich unterstütze eine ganze Reihe von Umweltprojekten. Das halte ich für fruchtbarer, als herumzusitzen und zu diskutieren. Das sind die zwei Kategorien, die ich aus einer Erfahrung auch kennengelernt habe. Gibt es, wie gesagt, ich hatte in der ersten Phase der Projektanfrage verschiedene Leute aus dem Kultur- und Kunstbereich angesprochen, unter anderem dich, Walter Sittler, Marie Bäumer, Frau Burzius, das waren Leute, die waren sofort dabei, da gab es gar keine Diskussion. Und das sind alles meiner Erfahrung nach auch Leute, die machen und reden nicht nur. Das sind schon Kategorien, die man da unterscheiden kann. Definitiv. Die Entwicklung in den nächsten 20, 30 Jahren. Im optimistischen Blick. In welche Richtung entwickelt sich das? Es ist sehr hypothetisch, wenn wir jetzt mal von guten, positiven externen Faktoren ausgehen, Wahlen etc., politische Entscheidungen. Wie schätzt du das ein? Ich zwinge mich zu einem Optimismus, für den es herzlich wenig Gründe gibt. Wenn man sich die Überfischung anguckt, unseren Umgang mit den Weltmeeren, das ist eine absolute Katastrophe. Wenn man sich die Vernichtung von Habitats, Flächenfraß anschaut, egal ob in Afrika, Asien oder auch bei uns, Katastrophe. Es wird kosmetisch gearbeitet, es wird sehr viel Symbolpolitik betrieben. Also die EU verbietet dann Einwegbesteck und Plastikstrohhalme, das macht nicht mal 1% des Mülls aus, der im Meer landet. Also es wird vehement Wohlfühl-Symbolpolitik getrieben, aber an den wirklichen Krisen wird nicht gearbeitet. Und das hat zuallererst mit Ozeanschutz zu tun. Wir müssten Korallen schützen, wir müssten sofort aufhören mit der industriellen Fischerei, das weiß jeder. Wir müssten dringend die ganzen Regenwälder schützen, auch bei uns, müsste ganz anders für den Waldschutz gearbeitet werden. Also ich bin eigentlich von Grund auf, sehe ich ganz wenig Gründe zum Optimismus, aber ich zwinge mich dazu, weil aufgeben gilt nicht. Ich kann mich jetzt nicht zurücklehnen und die Hände in den Schoß falten und sagen, naja, dann geht das halt den Bach runter. Dazu sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Dinge zu verändern und Dinge zu verbessern. Und das ist auch, wenn man so privilegiert lebt und gelebt hat, wie ich, glaube ich, auch eine Pflicht und Schuldigkeit, dieses Glück, das man hatte, irgendwie umzusetzen in produktive Energie und Aktivismus. Ja, das heißt also, Motivationshelfer ist in dem Fall ein Teil Erfolg, den du auch beobachten kannst, dass gewisse Dinge dann doch fruchten, wenn es auch ein paar Jahre länger dauert, bis es in den Köpfen der Leute, mit denen man zu tun hat, ankommt. Und man muss dem Ganzen ja eben, also meine Denkweise ist immer, das Ganze die Probleme an der Wurzel zu packen. Und das ist eben, was du auch sagtest, machen, umsetzen und nicht immer nur reden. Natürlich gehört Reden und Diskussionen
genau mit dazu, aber das Verhältnis muss stimmen. Ne? Und das ist auch das Ziel des Ganzen. Ja, wie gesagt, die wichtigsten Punkte haben wir soweit durch. Ich bedanke mich für die Zeit heute Dank Morgen. dir. Viel Erfolg mit dem Projekt. Lass mich wissen, wie es Ja, weitergeht. Ich bin sehr gespannt. natürlich. Grüß mir alle. Grüß mir Also, Boetius. Grüß mir Bäumer. Grüß mir Sittler. Grüß mir die ganze Bagage. das können Sie schon anfinden, wenn man das so sagt. Gut, dann vielen Dank. Und achso, letzte Frage noch: Was steht an in den nächsten Wochen? Du drehst hast zwei Filmprojekte, hast du mir verraten. Also, wir haben gerade eine Doku für ZDF fertig gemacht. Die läuft jetzt Ende Mai 2021 im Einsatz für den Wolf. Über die ein Tier, von dem die Deutschen offensichtlich panisch Angst haben, es wieder abschießen gegen EU-Gesetz. Ich mache danach sofort eine, die heißt Im Einsatz für die Sau. Da machen wir Filme Massentierhaltung, was wir nach dem Tönnies-Skandal und der Art, wie in Deutschland Fleisch produziert wird, für dringend halten. Und drehe ansonsten zwei Amsterdam-Krimis für die ARD. Das ist Teil 5 und 6 einer Reihe, die ich 2017 angefangen habe. Da machen wir pro Jahr zwei Thriller in Amsterdam mit meistens doch recht brisanten Themen. Ich bin sehr glücklich über die Drehbücher und das fange ich an Anfang Mai und drehe quasi den ganzen Sommer in Amsterdam. Ja, okay, da sind wir gespannt. Wir freuen uns auf die Projekte und schönen Gruß in das südliche Deutschland und wir hören voneinander. Tschüss, Groß Andres. zurück nach Norden. Alles. Tschüss.